Und jetzt? Da müssen wir gleich mal gucken. Hier ist eine Kassette. Ich mich erschrocken. Oh, das kann nicht wahr sein. Oh. Dragonhill. Heute mit einem besonderen Spiel, das nennt sich Aptos Covered. Ja, geht um eine Militärbasis, zu der ich versetzt wurde. Ich soll eine Einweisung bekommen und soll dann im Prinzip, ja, diese Militärbasis leiten, beschützen, wie auch immer. Das werden wir ja gleich sehen. Was ich aber schon mitbekommen habe oder gehört habe über das Spiel, es soll sehr krass sein. Ja, also nichts für schwache Nerven, deswegen auch hier gleich eine Triggerwarnung. Ne? Wenn man jetzt irgendwelche Probleme gesundheitlich hat, sollte man das Spiel vielleicht sich nicht anschauen. Ja, ansonsten viel Spaß. Bin mal gespannt, was uns erwartet. Muss ich ehrlich sagen. Sieht ja schon mal sehr gruselig aus, das Ganze. Okay. Ah ja. Okay. Let's go through the basics. Don't you worry now. Just because you're a simple soldier, you're now in the trusty hands of Captain Panos Karayannis. On the table in front of you, there is a screen, and through that screen, you can control the cameras outside. Therefore, you know, safety from enemies. Go check them. The small room next to the table is for the map. When the alarm goes beep, beep, the small light corresponding to a camera will light up. Is this the alarm, or what meint ihr? Up leads to the spotlights. There is one spotlight as you go up and three more when you go to the balcony. One straight ahead, one on the left, and one on the right. Test them to see if you know they work properly. So, check spotlights on the top floor. Was ist denn jetzt Spotlight? Das hier? Eins haben wir. Okay. Also das ist Licht. Ja, das können wir also an- und ausschalten. Okay. Und jetzt sagt er, was ist da draußen? Blinkt was? Ach so. Okay. Die können wir. Zwei. Ich muss das gleich nochmal hier ein bisschen einstellen bei mir. Sehe ich gerade. So, kann ich den wieder ausschalten? Ja, 3. Und wo ist Nummer 4? Da hinten. Also, on its floor, you will find a locker. You know, for storage. You can store your stuff there. In fact, they're so big, you could fit a whole soldier in there. Trust me, I know. Ach so, wir sollen in die Basement, ne? Basement ist das. Okay. Alright, soldier. Let me explain the ventilation system to you. The air circulates through a specific path, starting from the roof and making its way down to the basement. On the first floor, there's only one vent that the air passes through. It then travels beneath the stairs and reaches the area near the basement stairs. Finally, it reaches the basement itself. Okay. Unfortunately, the ventilation fans are currently not functioning automatically. Instead, they can only be activated and deactivated manually by pressing buttons located near each vent. Your task is to inspect each button of the vents
check every button and make sure the funds are working correctly. Ja, der würde ich sagen, jetzt der funktioniert, ja. Okay. So, das heißt also, ich kann mir die anschauen. Da war, glaube ich, auch noch was. Da hat was geleuchtet. Der funktioniert momentan nicht, weil die muss ich jetzt einschalten. Ja, wieso kann ich jetzt nicht gucken? Jetzt. Okay, 2 auf 3 haben wir. Also das ist eine Checkliste, die wir momentan irgendwie abarbeiten, ne? Okay. Und ausschalten, ne? Wir sind ja eigentlich energiebewusst geworden. Na, nachdem man nur noch, was weiß ich, kalt duschen sollte. Was sagt er jetzt? Wir haben noch einen. Oben was? Ja, guck, da haben wir ihn doch. Und? Oh, and there's another thing. The vent in the basement is busted, so it won't close. But don't you worry. We got a temporary thingy to close it off. Okay, also. Go on and test it out near the basement vent. Im Basement. Do the trick for now. Wo ist denn das Basement jetzt? Da war doch irgendwie eine Treppe da. Basement. So, jetzt sind wir hier im Basement. Und hier soll. Oh, guck mal, hier haben wir auch wieder einen Schrank. Nur mal so am Rande. Cool. Und, achso, das war jetzt hier die Klappe, ne? Und, wir sollten take a lock inside the broken when to see. Achso, wir müssen da einmal reinschauen. Ah, ich habe eine Taschenlampe. Und wir dürfen nicht. Er sagt, wir müssen Energie sparen. Okay. Was? Turn the flash light by processing F. Okay. Wir sollen rausgehen. Hier ist eine Tür. Oh, das ist aber dunkel. Und jetzt sagt er, wir sollen hier irgendwie zu so einem Raum gehen, ne? Was ist hier jetzt? Das ist noch nicht das, was er haben will. Ah, da ist auch noch ein Raum. Ah, das ist der Generator, von dem er gesprochen hat. Okay. Hier haben wir Öl und so weiter. Oder was man dafür so braucht. Was kann ich jetzt hier machen? Gar nichts. Kann ich hier was machen? Ah, okay. Go to sleep. Maybe you should light a candle. Every now and then. You know, da waren noch eben Betten. Great. I think you're getting the hang of it. Take your time to explore and settle in. Ihr sagt ja, hier schlafen gehen, oder nicht? Oder muss ich woanders? Was steht da? Go to sleep at the barrack. Oder muss ich erst Licht ausmachen? Keine Ahnung. Nee, hier ist nichts. Also hier bin ich irgendwie falsch. Dann gibt es noch irgendwie was anderes. Das. Irgendwo hier. Kann ich hier irgendwie schlafen? Nee, hier war nichts zum Schlafen. Oder? Hier ist ein Teil. Hier brauche ich ja kein Licht. So, was haben wir denn jetzt hier? Also hier ist nichts. Hier ist eine Küche. Er sagt, hör mal, go to sleep at the... Ja, also wir sollen da hingehen zum Schlafen. Das wäre jetzt für mich
dieses Teil. Tür zu. Wo waren das jetzt? Da drüben. Muss ich hier irgendwie was machen? Ach, guck mal, jetzt. Ja. Irgendwie war ich zu schnell für ihn oder so. Keine Ahnung. Go sleep. Training complete. Okay. Exit to the menu. Next night. Okay, wir machen next night. Wir wollen ja sehen, ne? Was da. So. Break time. Okay. Aufstehen zeigt. Das ist schon mal sehr schön. Und was sollen wir jetzt machen? Break time. Okay. Break time. Müssen garantiert jetzt irgendwie. Das ist das Gebäude. Break time. Da war auch eine Küche, ne? Muss ich hier was machen? Nö. Sleep. Break time. Sleep to skip. Muss ich noch schlafen oder was? Was heißt denn jetzt sleep to skip? Das ist noch Nacht. Ich bin irgendwie zu früh aufgewacht, ne? Kann das sein? Kann das sein, dass ich so eine Art Nachtwandler bin, also? Was ist das denn? Das hört sich aber gar nicht gut an. Skip. Ich bin noch aufgewacht. Ach, das ist eine Kassette. Da liegt eine Kassette. Habt ihr das gesehen? Night 1, 12 Uhr. Also ich bin mittendrin irgendwie aufgewacht. Was ist das denn jetzt? Hört sich an wie Alarm, ne? Und jetzt, da müssen wir gleich mal gucken. Hier ist eine Kassette. So, getting comfy in your new home? Well, you better get used to it. You're going to be here for a while. On the right side of the radio. Hab ich mich erschrocken. Oh, das kann nicht wahr sein. Oh, Hilfe. Was sagt ihr? Ich habe nichts mitbekommen. Kann ich das nochmal hören? Das ist eine Toilette, okay. About enemy soldiers trying to approach the APA. On one occasion, our guy heard the Nosing Center alarm, and after a few minutes, he saw a soldier walking in the path towards the APA. When he saw him approaching the gate, he rushed to the balcony and flashed the light towards him to make the poor bastard the hint that we noticed him. After that, the enemy just disappeared out of nowhere, like a ghost. Weird, huh? A ghost? The ventilation system down in the basement is a mess. There's a huge hole down there that they still haven't bothered to fix. Even after 5 years. Instead, they fenced it off with a mechanical door that consumes a ton of power. So, we have to keep it open most of the time. And only close it on emergencies. I'll tell you more about it tomorrow. For now, just be aware of the situation. And remember, stay vigilant. Ist das jetzt noch Nacht oder kann ich noch schlafen oder? Ist doch noch Schlafenszeit, würde ich sagen. Nee, ist nicht mehr Schlafenszeit.
Er hat mich jetzt irgendwie. Okay, das ist irgendwie ja so, so Soldat. Und Soldaten, die haben ja scheinbar diese, ne, sind ja alles Frühaufsteher. Also von daher muss ich jetzt irgendwie hier eine Art Kontrollgang machen? Nö. Ist erstmal alles okay. Nee, nicht der. Der war dann noch so ein anderer Raum. Okay, haben wir wieder hinbekommen. Wovon ist die Tür? Okay, ganz relax. So, jetzt haben wir auch wieder Kamera. Das ist. Das ist nicht mein Spiel irgendwie. So, das war jetzt die falsche Tür. Ich bin aufgewacht. Okay. Was haben wir hier? Today's, You should feel proud. This one's a hard post, according to other soldiers. Many quit because they were seeing stuff. Those wimps don't deserve to hold a post like that. So, getting scared yet? Remember your training, soldier. Don't piss your panties now. There was a soldier here whose wife passed away. Claimed he could see her ghostly figure, even from the cameras. He swore she was inside the outpost, and he would hide in the lockers every time she was approaching. One time, the lights flickered for a moment. Near. When they stopped, the poor guy was so relieved. Can you imagine seeing your deceased loved one like that? Anyway, I just think the poor guy got scared and let his mind get the better of him. We also kommt irgendwas durch den Ventilator. Like oh, and about that vent I was telling you yesterday. Just make sure to close it when the little girl. Okay. Licht. Nee, wir müssen dahin. Und jetzt? Oh. Sieht doch eigentlich alles okay aus, ne? Was ist das hier? Ah, das ist eine Map. Ach so, das sind
Hä? Soll das eine Alarmanlage sein? Sieht danach aus, oder? Könnte sein, ne? Was war das? Ich bin nicht nochmal. Ich bin schreckhaft. Hier ist nichts. Die Tür ist zugegangen. Von alleine. Da ist doch nichts. Wir hatten noch ein... Was ist das? Alarm. Und was muss ich jetzt machen? Da war irgendwie was. Bewegung, ne? Kamera. Wir müssen zu den Kameras. Wo waren die denn jetzt? No Signal. Check. Flüssbox. Okay. Flüssbox. Was ist jetzt eine Flüssbox? Ist garantiert draußen. Da war dann noch so ein anderer Raum. Okay, haben wir wieder hinbekommen. Wann ist die Tür? Okay, ganz relax. So, jetzt haben wir auch wieder Kamera. Das ist... Das ist... Nicht mein Spiel irgendwie.